Herzlich willkommen in Pure Niederland bei den nicht bekifften Bauern oder die Bauern, die ganz gerne welche sein möchten oder egal wie ihr es nennen wollt. Wir sind wieder fleißig bei der Landarbeit und ich bin gerade hier am Bespritzen und Oh Gott, ey. stelle aber das Bespritzen jetzt einfach ein, scheiß was auf die Düngerstufe gerade, denn ich habe mir gedacht, ich brauche ein Wasserfass und muss jetzt erstmal Wasserfass kaufen. Also, mit dabei habe ich die Schnapsleiche Franken Andi und den lieben, netten, zuvorkommenden Gacki spielt. Was ein Arschloch, Alter. Jetzt habe ich Angst. Ich bin gerade ein bisschen sprachlos. Man merkt das vielleicht. Hallo zusammen. Was mache ich denn gerade? Ich hatte ja in der letzten Folge versucht, aus unserem Zwischenlager Gras rauszuholen. Das ging irgendwie nicht. Und jetzt probiere ich das mal mit dem Ladewagen, ob es da funktioniert. Mal gucken. Sonst haben wir eigentlich heute nichts mehr zu tun. Wir fahren wieder spazieren. Ups, gut. So, jetzt kann der andere. Wie war das, die Schnapsleiche oder wie hattest du gesagt? Gut, ich übergebe an die Schnapsleiche. Die Schnapsleiche übergibt gar nichts, weil was denn ist, bleibt denn? So, kaufen. Geh mal shoppen hier. Ist mir alles zu blöd hier. Der ist Das voll würde ich auch gemeißt. sagen. Schnapsleiche nennt er mich. Ich glaube, ich hänge. Habe ich überhaupt den richtigen Takter dabei? Nee, habe ich nicht. Super. Danke, Manu. Danke. Danke für Bitte. nichts. Gern geschehen, mein Engel. So, weißt du was? Dein blödes Wasserfass hau ich gleich eine Delle rein. Wieso? Standest du gerade beim Shop oder was? Ja, ich stehe immer noch beim Shop. Und weißt du was? Ich hau da jetzt eine Delle rein. So, jetzt bin ich ja mal gespannt, ob Dann nenne das ich dich beim nächsten Mal funktioniert. Pummeluff. Geh, du Spritzer. Och nee, wieso kann ich hier nicht beladen? Kann doch nicht sein. Hab doch das Ding gekauft, ich hab's auch gefüllt und das Gras ist auch im Menü, aber ich kann es nicht beladen hier. So, jetzt zeige ich euch mal, wie man hier wirklich arbeitet hier. Ich gehe jetzt mal wieder in den Wald. Irgendwas umschalten. Ist voll die gute Idee, kurz vor der Ernte hier nochmal in den Wald gehen zu wollen. Tja, Hilfe! ich komme gleich mit Kette und so. Ist mir egal, mit wem du kommst. Dann Och knebeln wir dich am Mann. Baum. Uah. Wie kriege ich jetzt mein Gras hier raus? Ah, Halbausfahrt. Ah, cool. Da ist eine Treppe, da musst du hochlaufen, dann kannst du das Rohr umdrehen. Achso, ich wollte schon fragen, hast du die Polizei gefragt, ob sie dein Gas wieder Und freigeben? jetzt, ah, da hätte ich das auch mit dem anderen Anhänger gekonnt. Cool. Ja, man muss einfach nur ein bisschen am Rohr drehen. Oder das richtige Loch finden. Ja, ich. Alles klar. Aber diesmal ist es aber kein gelbes Rohr, wo man absaugen muss. Absaugen. Das war ja bei Manu das gelbe Rohr. An dem schwarzen Ding Alter dran. Schwede, ey. Wo laden wir das Ganze nochmal hoch? Ich glaube, wir haben die falsche Plattform. Wir sollten mal hier Ding fragen. Wie heißt der? Sachsen-Let's Player, ob er uns seine Seite zur Verfügung stellt für solche Sachen. Aua, da war ein Auto im Weg. Warum? Ja, Kornhub. Ja, und weiter? Ja, das wäre die richtige Seite für solche Folgen. Wieso, wir sind doch anständig. Was ist denn jetzt kaputt?
Das Problem ist, das glaubt ihr, glaube ich, auch noch. Ja, Einbildung und so, ne? Ja, Leute, ich hab wenigstens eine. Eine Einbildung. Eine Bildung. Ja, Einbildung, Bildung ist eigentlich ziemlich... Ja, Manu, das geht in Ordnung bei dir. Ach, der verrückte Franke. Was? Liebhaft, nett und anständig. Ach komm, hör doch ab. Das glaubt dir doch mittlerweile keiner mehr bei deinen Pure Niederland-Videos. Aua. Was? Boah, Brückengeländer. Was? Kannst du das bitte nochmal wiederholen? Ich glaube, ich habe das falsch verstanden. Brückengeländer, hat er gesagt. Ach so. Dann habe ich es wirklich falsch verstanden. Oder meintest du das, was ich gesagt habe? Nee, das ist das Gacki gesagte. Ja. Weiß ich, was man da falsch verstehen kann. Das weiß ich auch noch nicht, aber okay. Aber das liegt da so an diesem Dialekt in Bayern. Die verstehen nicht immer Deutsch. Ah, das habe ich auch schon gemerkt. Was? Was hast du an? Wir sprechen es ja wohl Deutsch. Ihr versteht aber nur dann, wenn ihr was verstehen wollt. Das hat nichts mit Bayern zu tun. Das ist Männerangelegenheit. Aber auch das kannst du ja nicht nachvollziehen. Da hast du recht. Ich hab Hunger. Wann hast du das mal nicht? Wenn ich esse, geht's einigermaßen ganz gut. Ich glaube, ich muss gleich mal gucken, oder weiß einer, ob die Hühner auch irgendwie seasonsabhängig mal mehr, mal weniger Eier legen? Das weiß ich nicht. Wieso fährst du jetzt rückwärts hier? Ich habe das Problem, dass ich jetzt am heutigen Tage irgendwie... Wir haben ja doch relativ, wir haben schon spät. Muss ich mal kurz zu meinem Hühnerställchen rüberrennen. Einmal steht durch die Hecke. Ich meine, ich habe 197 Hühner, also einen vollen Hühnerstall. Und habe jetzt sage und schreibe 90 Liter Eier. Der reicht doch. Ist ein bisschen wenig, finde ich. Für welchen Zeitraum? Ja, den ganzen Tag über. Also den ganzen Ingame-Tag. Ja, der lief relativ schnell, ne? Ja, aber trotzdem muss er ja doch Eier produzieren, wenn es schnell läuft. Weiß ich nicht, hat er auch so viel Nahrung verbraucht dann auch? Hühnerfarm, gut, ein bisschen Wasser. Doch, Hühnerfarm. Ja, Weizen hat er verbraucht, auf jeden Fall. Ja, eine normale Menge, also was du auch in einem Tag verbraucht würdest, oder weniger? Boah, du stellst Fragen. Oh, 300 Liter ungefähr. Was ist insgesamt denn? 1000 Liter Weizen passen rein und wie gesagt, 196 Hühner. Sauberkeit ist 100. Ja, die Gesundheit ist bei 55%, warum auch immer. Ja, die Gesundheit war bei mir vorhin auch unten. Oder ist immer noch bei meinen Schweinen unten. Ich weiß nicht warum. Und vielleicht ist es deswegen, dass sie deswegen so wenig legen. Ist durchgängig so tief. Muss ich mich, glaube ich, mal schlau machen. Auch immer noch Stroh, aber ja, wenn das Feld nicht reif wird, können wir auch nicht hier ernten. Da gibt es kein neues Stroh im Wachstum. Ja, ich glaube, ich hätte noch welches, wenn du welches brauchst. Noch ist drin genug. Ein paar Beine habe ich noch. Oh, nee, das geht schon. Meine so, Schweinebauch gut, wir haben viel. Häckselgut. Ja.
Genau, gucken wir mal auf die Felder, beziehungsweise auf die Wiese. Vielleicht können wir da auch noch düngen. Da ist hellblau. Probieren wir einfach mal. Oh, da habe ich aber echt jetzt Kohldampf, ey. Ist ja fürchterlich. Fressack. Habe ich irgendwo einen Düngerstreuer oder einen Spritzer? Ach, da ist ein Streuer. Ist gut. Streuer ist gut. Der Spritzen war der Manu schon beschäftigt. Ach ja, stimmt. Ihr könnt nicht beide umspritzen, sonst wird es zu viel Gespritze. Genau. Dann geht der Flair verloren. So, also ab aufs Feld. So, vielleicht schaffen ich sagen, wir das ja heute noch. Oh. Wir gehen mal hier ein paar Bäume schlafen. Aua. War festgesteckt. Ach, da liegen ja noch Bäume. Was bei dir nicht alles steckt, da. Ja, Mensch, da liegen ja noch Bäume, das ist ehrlich. Ein Träumchen. Oder, genau, das wäre ja auch noch eine Option. Ich kann ja noch einen Hühnerstall platzieren. Weil wenn irgendwann die Milchproduktion losgeht und ich dann irgendwie meine Brotgeschichte anwerfen will, wo ich Eier brauche, da komme ich mit 90 Litern Eier nicht sehr weit. Das ist wohl richtig, aber vielleicht hast du deine Hühner einfach nur falsch gefüttert. Weizen und Wasser kann man, glaube ich, nicht viel falsch machen. Ne, das sagst du jetzt in einem jugendlichen Wahnsinn, aber... Ja, komm. Gib Gas. Wir müssen darüber auf den Acker. So. Oh Gott. Ach. Ja, ja, toll. Hupen und gleichzeitig fahren ist nicht gut. Oh, nee, jetzt. Was? Hupen jetzt und was? Hupen und gleichzeitig fahren. Ah, ich häng. Ah, ja. Ich bin irgendwie. Ah Gott, ich bin wieder raus. Ich hing in einer Laterne fest mit dem Vorderrad. Ich gehe mit meiner Laterne mit mir. Bum bum. Habt ihr beiden irgendwie was Falsches geraucht? Ich weiß, ja, der erste Hanf bei mir ist fertig, aber dein Gas ist schlecht. Du bist der mit dem Rauchzeug. Ja, habt ihr mir was geklaut oder so? Pff, als ob wir solche Sachen benutzen würden, hallo? Man weiß es nicht. Ja doch, wir schon, weil wir brave, anständige Bürger sind im Gegensatz zu dir. Ich schon, du nein. Das kannst du doch gar nicht wissen. Ich weiß das. Ja, was weißt du denn? Dass du ein Schlingel bist. Ja, ja. So. Ich schlingel dir gleich was. Ja, was denn? Genau. Sag ich dir nicht. Das wird eine Überraschung. Ah ja. Oh, nein, nicht da reinfahren. So. Wir haben... Hätten wir hier noch einen Baum? Ah ja, hier hätten wir noch einen Baum. Ja. Dann hängen wir den mal an hier, ne? Ah, und wieder falsch rum. Ja, klar. Nein. Lalalalalala. Wir haben noch keine Zeit. Tak, tak, tak. Wir haben doch keine Zeit. Wir haben doch keine Zeit. Ach ja, komm. Weg. Was ist das? So, dann machen wir das mal so.
Wieso macht der breiter? Oh nee. War das? Ja, 30 Meter. So passt das. So wird ein Schuh draus. Ja, sollen da Schuhe daraus werden? Ja. Ich habe gedacht, du bist in der Landwirtschaft. Bei Gacki weiß man das nie so genau. Das sagt der, der irgendwie Popcorn macht und so Sachen. Music. Pop-Pop-Music. Cha-cha-cha. Jetzt aber Stimmung, Leute. Stimmung. So, jetzt müssen wir das mal hier ein bisschen noch zusammenschieben. Sonst wird da nichts mehr mit noch einem Baum hinlegen. Ich leg da schon die Bäume flach. Kannst du nicht was Anständiges flachlegen? Zum Beispiel. Das werde ich jetzt nicht verdefinieren. Warum nicht? Nein. Wie zum Beispiel eine Frau oder einen Mann. Wieso soll ich Männer flachlegen? Das weiß ich doch nicht. Ja, warum sagst du dann sowas? Herr Franke, Ja. es ist was Anständigeres, als wie einen Baum flach zu legen. Loch ist Ma Loch, habe Manu ich immer sucht immer gedacht. noch jemanden zum Heiraten. Was? Er ist ja bei Blumenthal abgeblitzt, bei mir ist er abgeblitzt, beim Enno wissen wir es noch nicht so genau. Aber er ist halt doch auf der Suche. Was? Lass dir nicht so einen Scheiß erzählen, ey. Weißt du was, Manu? Jetzt kommt's. Glaubt ihr das sogar, dass das, dass du auf der Suche bist? Der Franke, der glaubt auch alles. Den können wir sogar, naja, egal, erzählen. So, was, wie war das jetzt hier? So. Und Ach, dann? Gacki, Gacki. Was denn? Du hast, ey, gestern hast du einen Heiratsantrag gemacht. Wem? Enno. Da war irgendwas mit heiraten bei euch. Ja, war. Brauchst nicht sagen. Habe ich irgendwas verpasst? Scheint. Wir haben von Hochzeit geredet, aber nicht vom Aber Heiraten. und warum? was ist der Unterschied zwischen Hochzeit und heiraten? Moment, das hat ja nichts damit zu tun, dass ich den Enno heiraten will. Wir haben vom egal. Ja. Was der Gacki schon wieder versteht, der ist genauso wie der verrückte Franke. Was? Verstehen immer nur die Hälfte und das, was sie verstehen, das ist dann wiederum falsch. Nö, das kann ja gar nicht sein. Das kann ja wohl sein. Ja, Leutchen, wir sind am Ende der Folge. Wir sind am Ende der Aufnahmesession. Ich hoffe, euch hat diese Folge auch wieder Spaß gemacht. Ja, wenn es weiter um Märchen gehen soll, dann schaut bei den nächsten Videos wieder rein. Natürlich werden wir hier auch gerne, wenn ihr es kommentiert, gerne eure Kommentare mit beantworten oder Produktionsideen, die wir vielleicht noch mit reinnehmen können, die ihr gerne sehen wollt, könnt ihr auch gerne uns in die Kommentare schreiben. Schaut rein beim Franken Andi und beim Gacki Spiel. Vielleicht sagt euch der Gacki gleich auch noch, wie sein zweiter Kanal heißt. Ich bin raus, euch einen schönen Tag. Ja, dann bevor der Gacki antwortet mit seinem zweiten Kanal, würde ich das gerne übernehmen für ihn. Der Gacki hat keinen zweiten Kanal. Das kommt auf dem ganz normalen Gacki-Spielkanal aus, den ihr ja schon alle kennt. Falsch. Nein, Doch. hat er vorhin gesagt.
Aber das würde er mit Sicherheit gleich selber nochmal sagen. Ich bleibe bei meinem Alltagsspruch, ein Däumchen wäre ein Däumchen für mich. Und ansonsten habt euch wohl, bis zum nächsten Mal. Ja, dann auch von mir erstmal ein Tschüss und ich gebe ihm an die Recht. Ja, das Video kommt wieder auf den normalen Kanal, allerdings mit Altersbeschränkung. Und ja, den kennt ihr ja alle, werdet ihr sehen. Dann würde ich sagen, wir sehen uns ja in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, macht es gut und tschüss.